Ja, Taffi, gleich geht's los. Hallo, herzlich willkommen bei Taffis Turnstunde. Ihr kennt ihn alle. Das ist Taffi, das Maskottchen vom Kinderturnclub. Und mich kennt ihr vielleicht vom Kika oder vor allem als Botschafterin für Kinder stark machen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und wir hoffen, dass ihr heute auch wieder mitmacht bei unserer Turnstunde. An dieser Stelle verraten wir euch immer, was ihr sonst so benötigt, aber heute braucht ihr nichts, denn ich habe mein Geschichtsbuch dabei und werde euch gleich eine Urlaubsgeschichte erzählen. Aber bevor wir loslegen mit der Geschichte, machen wir uns wie immer erstmal warm mit Taffis Tanz. Tanzen macht immer Spaß, aber Urlaubsgeschichten machen auch Spaß. Und deshalb lese ich euch jetzt eine Urlaubsgeschichte vor. Und ihr macht die Bewegung nach, die wir euch vormachen, beziehungsweise die ich euch sage. Achtung, es geht los. Die Kinder fahren mit ihren Eltern in den Urlaub. Und sie erleben dabei wirklich viele spannende Sachen. Am ersten Tag wollen die Kinder gerne an den Strand, um Muscheln zu suchen. Nach dem Mittagessen geht es los. Alle steigen ins Auto ein. Taffi, ins Auto einsteigen. Du setzt dich vor mich hin.
So, du bist nämlich der Fahrer und ihr könnt es zu Hause nachspielen. Vielleicht mit euren Eltern oder Geschwistern. Auf jeden Fall geht die Fahrt los. Der Weg ist ziemlich kurvig. Oh, Achtung, einmal hupen, Taffi. Sehr gut. Eine Rechtskurve, eine ziemlich starke Rechtskurve. Okay, und angekommen. Gut gefahren, Taffi. Huiuiui. Nun sind wir endlich da. Alle nehmen ihre Badesachen und laufen noch einen kleinen Weg entlang. Aber der ist ziemlich steinig. Taffi, aufstehen, Badesachen nehmen und über den steinigen Weg laufen. Deshalb laufen die Kinder nämlich alle auf ihren Zehenspitzen. Jawohl, super. Okay, endlich am Strand angekommen. Die Kinder suchen sich nun einen schönen Platz, wo sie ihre Badetücher hinlegen können. Habt ihr ein Badetuch? Genau, guckt mal in eure Badetasche. Und jetzt könnt ihr das Badetuch ausbreiten und hinlegen, genauso wie Taffi es vormacht. Oh, Taffi ist aber besonders ordentlich und macht es richtig schön glatt. Sehr gut. Jetzt soll es aber schnell ins Wasser gehen. Der Strand ist mittlerweile schon ziemlich heiß und man kann kaum mehr darauf stehen. Also rennen die Kinder los zum Wasser, so schnell es geht. Schnell, schnell, schnell ins Wasser, schnell und hui, angekommen. Heieieiei. Um noch etwas tiefer ins Wasser zu kommen, machen die Kinder jetzt einen großen Hopser über die Wellen und hops. Ja, super. Gott sei Dank haben die Kinder auch alle eine Taucherbrille dabei. Habt ihr auch eine Taucherbrille dabei? Jawohl. So aufsetzen mit beiden Händen. Gut, vor die Augen. Und nun suchen sie das Wasser ab und gucken, was unter Wasser alles so da rumschwimmt. Sie hätten gerne Muscheln, aber hier gibt es anscheinend keine Muscheln. Die Kinder entscheiden sich erstmal, mit dem Ball ein wenig zu spielen. Achtung, Taffi, wir werfen uns den Ball zu. Und hier ist er. Ja, sehr gut. Ah, danke. Und gut gefangen. Jawohl. Und noch einmal. Ja, gut gemacht. Jetzt ist er. Ich lege ihn hier ab. So. Ach, nach so einer schönen Ballpartie geht es aber weiter in die Wellen. Die Kinder laufen immer wieder vom flachen Wasser in das etwas tiefere und hopsen dabei in die Wellen und gehen wieder zurück und haben richtig Spaß. Taffi spritzt sogar mit dem Wasser gerade nach oben. Das kann man auch machen. Dennoch hätten die Kinder ja gerne ein paar Muscheln gesucht. In der Ferne sehen sie einen Felsen, wo bestimmt ganz viele Muscheln sind. Aufgeregt schauen sie immer wieder in die Ferne und aufgeregt hin und her tappeln, da in die Ferne gucken. Super. Sie entscheiden sich, sich auf den Weg zu machen. Sie winken ihren Eltern nochmal zu und sagen Bescheid, dass sie jetzt zu dem Muschelfelsen gehen. Alle winken. Super. Und sie gehen nun am Strand entlang. Unterwegs sehen sie ein paar Möwen am Himmel. Und diese machen sie nach. Jawohl, alle schweben wie die Möwen durch die Lüfte. Jetzt müssen die Kinder einen kleinen Fluss überqueren, der in das Meer reinläuft. Wie machen sie das am besten? Oh, Gott sei Dank liegt dort ein Baumstamm und sie gehen vorsichtig über den Baumstamm und setzen Fuß vor Fuß ganz vor. Ja, es ist wackelig und rutschig, deshalb gehen sie in die Hocke und halten sich mit den Händen zusätzlich noch fest. Okay, ja. So, drüben angekommen, können sie wieder normal am Strand weitergehen. Oh, da entdecken sie einen Krebs. Krebse sind lustige Tiere und deshalb probieren die Kinder, den Krebsgang nachzumachen. Boah, Taffi, du kannst aber einen Krebsgang super, genau. Seitlich bewegt man sich hin und her auf allen Vieren mit dem Bauch nach oben zeigend. Ja, der Strand wird langsam etwas steiniger und
Da überlegen die Kinder, wie sie am besten jetzt hier über diesen steinigen Sand kommen. Sie hüpfen jetzt von einem Bein zum anderen, um über dem Strand rüberzukommen. Jawohl! Ach, jetzt sind die Kinder am Felsen endlich angekommen und sie wollen nun die Muscheln suchen. Sie steigen vorsichtig in das Wasser, streifen nun mit den Händen durch das Wasser hindurch. Mit beiden finden sie tatsächlich ein paar Muscheln. Vorsichtig mit dem Po nicht zu tief gehen, sonst wird der ja nass. So, und die Kinder haben ganz viele Muscheln gefunden und finden sie wunderschön. Aber die Kinder entschließen sich, diese Muscheln doch lieber im Wasser zu belassen, denn da ist deren Lebensraum und dort fühlen sich die Muscheln auch wirklich wohl. Die Kinder gehen wieder an Land und überlegen sich, wir machen einen kleinen Wettbewerb. Die Kinder buddeln um die Wette wie ein Hund ein großes Loch. Mal gucken, wer das tiefste Loch hat in 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los geht's und buddeln wie ein Hund. Oh, Taffy, du bist viel schneller als ich. Eieieiei, so schnell kann ich gar nicht buddeln, wie du das machst. Ich glaube, du hast da Erfahrung drin. Und weiter buddeln. So, Achtung, noch 10 Sekunden. Oh, Taffy hat eine neue Technik. Mit beiden Händen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Taffy, du hast das tiefste Loch überhaupt. Ich glaube, du bist schon unten angekommen, auf der anderen Seite der Erde. Eieiei. Die Kinder merken, dass es mittlerweile schon ganz schön spät geworden ist und dass sie auch ganz schön müde sind. Sie schauen zu ihren Eltern und zeigen ihnen an, dass sie gleich nach Hause wollen und winken ihren Eltern ganz kräftig mit der Hand. Jetzt rennen die Kinder ganz schnell zu ihren Eltern. Auf der Stelle rennen. Super. Angekommen. Sie öffnen die Tür. Setzen sich ins Auto wieder hinein. Komm, Taffy, wieder hinsetzen. Du darfst wieder fahren. Zündung anmachen. Sehr gut. Oh, startet nicht? Doch, jetzt ist er an. Achtung, und die kurvige Fahrt geht wieder nach Hause. Geht die Hupe noch? Jawohl. Und Hui, zu Hause angekommen, steigen die Kinder aus dem Fahrzeug aus, laufen in ihr Kinderzimmer, sind total müde. Macht die auch noch mit? Gut. Sie kuscheln sich in ihr Bettchen ein. Und so schnell wie es geht, schlafen sie gemütlich in ihr Bettchen ein. Oh, Taffy? Taffy schläft. Das war aber auch anstrengend. Und ihr habt wieder so gut mitgemacht. Taffy, noch kannst du nicht schlafen. Taffy, wir müssen uns doch noch verabschieden. Also, das war's für heute. Ihr habt wieder toll mitgemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sagen tschüss, bis zur nächsten Taffys Tonstunde. Tschüss! Gleich geht's los! Und ihr tanzt alle mit! Hier kommen eure Buchstaben! D-I-S-C-O! Tanzen, 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 hüpf nach vorn, noch ein.
Backe. Und nochmal. Das ist toll. Könnt ihr noch? Hier kommt der Endspurt.